Es ist die Paarung aus dem Bilderbuch. Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Aber es ist nur das kleine Finale, das Spiel um Platz 3, was hier gerade angepfiffen wurde von Schiedsrichter Schäfer vom TuS Boraden. Trotzdem freuen wir uns nochmal drauf. Letzter Auftritt beider Mannschaften. Ich sehe die Bayern hier leicht favorisiert. Einmal, weil sie körperlich einfach richtig starke Eindruck machten und jetzt natürlich auch etwas länger Pause hatten. Die Dortmunder kommen frisch aus ihrem kräftezehrenden Spiel gegen Mainz 05. Der BVB hat im Tor nochmal einen Wechsel vorgenommen. Björn Heusen kriegt noch seinen Einsatz am heutigen Tag in diesem Spiel um Platz 3. Beide Mannschaften haben begeistert, beide Mannschaften haben einen sehr starken Eindruck gemacht. Und sind verdient so weit gekommen, haben zu einem ganz, ganz hohen Niveau bei der diesjährigen Ausgabe beigetragen und haben richtig Spaß gemacht. Und deswegen freuen wir uns jetzt einfach nochmal auf tolle Momente, tolle Spiele hier beim Freeway Cup. Ein bisschen schon zum weiteren Vorgehen. Es wird gleich vor dem Finale noch ein Show-Act geben, der natürlich auch über den Stream zu sehen ist. Das wird dann allerdings ohne Ton passieren. Das hat lizenzrechtliche Gründe über die Musik. Das Finale werden wir natürlich dann hier wieder live übertragen. Und auch dann gerne dranbleiben. Wir werden auch die Siegerehrung in diesem Jahr begleiten und kommentieren. Wo nicht nur die Pokale verteilt werden, sondern auch erstmal die große Chance für Manuel Winzmeier, des FC Bayern, auf der Linie aber geklärt der Ball. Also nicht nur die Siegerpokale, sondern natürlich auch Torwart des Turniers, der Topscorer des Turniers. All diese Dinge werden wir küren und Sie können dabei sein, wenn Sie es denn wünschen. Also nach dem Finale unbedingt dranbleiben, auch die Siegerehrung wird live übertragen und live kommentiert. Gandhi Karim im Tor der Bayern. Das ist übrigens gerade am Ball Josef Burkhardt, den armen Kerl, den wir ziemlich lange Zeit zum Torwart gemacht haben. Der Kapitän des FC Bayern. Hat auch ein tolles Turnier gespielt hier. Und da hat Björn Deussen den Ball. Jetzt der Ballgewinn des BVB, nochmal quer gespielt. Schöner Angriff von Astas, 1:0 für den BVB durch David Kopacz. Vorarbeit kam von Philipp Wagner. David Kopacz mit dem ersten Tor mit der Gegner. 50 Minute, die Borussia geht in Führung. Beide Mannschaften versuchen nochmal schön Fußball zu spielen, den Zuschauern mal was zu bieten. Natürlich, wenn es hier gegen Bayern bzw. gegen Dortmund geht, dann gibt man nochmal Vollgas, egal ob es ein Spiel um Platz 3, 5, 7 oder 9 ist.
auch wenn die Enttäuschung über das verpasste Endspiel natürlich groß ist. Da war ein Foulspiel. Richtig entschieden, Foul an Luca Kilian. Schön abgelegt, der Abschluss von Tim Seckelmann, aber Gandhi Karim vereitelt diese Chance. Wieder Björn Heusen. Boah, Tennis schwierige Rückgabe, aber die Jungs haben ja Talent und können damit umgehen. Wir sehen Bulut, Handspiel verdächtigt das Ganze, setzt sich dadurch, aber Karim hat den Ball. Das war Burkhardt. Und wieder die Dortmunder. Abschluss normal, der war gar nicht so schlecht von Philipp Wagner. Knapp links unten am Tor vorbei. Jetzt den Ball natürlich nochmal schön quer gespielt. Und dann kriegt Heusen die Fingerspitzen noch an den Ball, dass sie an die Latte geht. Lukas Meider mit dem Angriffsversuch für die Bayern. BVB. Jetzt mal ein bisschen durchgetauscht, möglichst viele Kräfte zu verteilen. Ist natürlich der letzte Dampf raus. Aber das war nochmal eine schicke Kombination dabei mit Außenriss. Lukas May. Und wieder Gandhi Karim. Der den Ball hier aus der Gefahrenzone klärt. Ballbesitz BVB. Jetzt kommt doch mal
ist wie ein Stammblock der Dortmunder auf die Platte. Mit Dominik Wanner, dem Nationalspieler, mit Joel Lima, mit Karam Meteng und Hüseyin Bulut. Da ist Bulut. Terminiert den Angriff. Der hat Bock. Der will einfach immer gewinnen. Der will dir richtig was zeigen und tut das auch. Jetzt aber rüber gespielt, aber wieder ein Fuß dazwischen von Gandhi Karim. Wieder Eckball für den BVB. 4 Minuten vor Ende dieser Partie. Und jetzt das 2:0 für den BVB. Hüseyin Bulut. Natürlich, wer sonst? Macht einen ganz aufmerksamen Eindruck. Der Dortmunder Keeper mit seinem ersten Turniereinsatz, Björn Heusen. Und jetzt nochmal die Münchner. Natürlich auch bei beiden Teams die Kräfte ziemlich verschlissen. Das sind zwei richtig intensive Tage. Hier ging es richtig zur Sache. Und das war fast das 3:0. Jetzt ist es da. Und es ist wieder Hüseyin Bulut mit dem 3:0. Jetzt der Wechsel. Und ein dritter Platz. Da werden die Jungs vom Borsigplatz doch auch zufrieden nach Hause fahren. Natürlich hätte man gerne das Finale erreicht, aber ich denke, ein dritter Platz kann sich alle mal sehen lassen für den BVB. Und in München, da freut man sich weder über vierte noch dritte Plätze. Da zählt nur einer, das ist Platz 1. Aber da war die Hertha aus Berlin heute im Halbfinale auch einfach besser. Das war nochmal Björn Heusen. Und jetzt 1:40 vor Ende dieses Spiel um Platz 3. Kann man wohl sagen, dass es der BVB gewinnen wird und sich den dritten Platz holen wird. Und die letzte Spielminute. Und auch noch für beide Mannschaften. Wir haben uns viel Spaß gemacht. Bisschen im Rhythmus. Mit aufnehmen. Aufmerksamkeit. Für den BVB. Und die Bayern.
Die letzten 30 Sekunden laufen in dieser Partie. Da ist nochmal Hüseyin Bulut. Und nochmal die letzte Chance für die Bayern. 2 Sekunden vor Ende. Gibt es nochmal das Tor für die Bayern? Nein! Der BVB gewinnt das Spiel an Platz 3 mit 3:0 und wird Tabellendritter. Herzlichen Glückwunsch! Und jetzt gehen die Lichter in der Halle aus zum Show-Act. Wie gesagt, auch der Ton geht gleich nochmal aus. Das hat lizenzrechtliche Gründe. Wir sind gleich zur Einlaufzeremonie des Endspiels wieder da. Jetzt erstmal viel Spaß mit unserem Show-Act hier in der Halle. Heißt kurz und knapp auf der richtigen Bahn. Lasst euch überraschen. Viel Spaß. Wer kommt auf T-Shirts?